Alle, die jetzt der Meinung sind, kleine Gesten, große Wirkung, enttäusche ich aufs allererste. Es geht nicht darum, Bilder unter Glas zu schubsen, rechts oder links, sondern es sind echte Gesten gemeint. Man sieht es an den Händen, an dem Roboterunterstützten da dran. Also kleine Gesten, große Wirkung heißt, ich bewege etwas klein, weil ich nicht mehr kann und erziele damit eine große Wirkung, vor allem auch über die Zeit, indem ich nämlich meine Gesten größer machen kann. Es geht um Rehabilitation nach Schlaganfall. Ich springe hier mal ganz schnell drüber, weil das um die Firma geht, bei der ich arbeite. 75 Experten in einem multidisziplinären Team machen alles rund um das User Interface für illustre Kunden. Auch hier in Mannheim haben wir einen Standort. Und wir sind international vertreten. Argentinien, Brasilien und was der Moderator gerade sagte, war geschäftlich. Ich selbst bin seit einiger Zeit bei dieser Firma, habe einen Informatik- und einen Psychologie-Hintergrund und eben, wie gesagt, im Moment Teammanager. Ich bin heute hier wegen Frau Kohler und Herrn Kaiser und den Studenten der Hochschule Mannheim, die mit uns zusammen Spiele entwickelt haben, mit denen die Schlaganfallpatienten ein Stück ihrer Beweglichkeit wiederbekommen können, nämlich aus einer solchen etwas spastischen, verkrampften Handhaltung raus, es wieder zu schaffen, den Arm zu erweitern. Hierfür gibt es schon roboterunterstützte Reha. Dann aber auch die Hand wieder so weit zu öffnen, dass sie ein Glas halten und zum Mund führen können. An der Stelle nochmal mein expliziter Dank auch an all diese Studenten. Ich weiß gar nicht, ein paar sind heute hier, auch in der Technik. Frau Kohler sitzt hier vorne. Das Projekt ist ein europäisches, von der Europäischen Kommission gefördertes Projekt und heißt Script, ausgesprochen Supervised Care und so weiter. Es sind eine Menge illustrer, kann ich hier auch pointern? Irgendwo? Partner enthalten aus den Niederlanden, aus England, aus Italien. Manche davon kennen sich mit Patienten aus, andere mit Robotik, andere mit Rehabilitation mittels Robotik. Wir haben Partner dabei, die Telemedizin machen, Telehealthcare und Universitäten, Industrieunternehmen und uns auch. Zur Motivation, ich habe es schon angesprochen, so ein Schlaganfallpatient hat in der Regel einseitige Lähmungsausfallerscheinungen, kommt in die Klinik, bekommt dort eine Erstbetreuung, bekommt dort auch eine Reha-Maßnahme und er hat dort Ärzte, Physiotherapeuten, alles was man dann so unter Healthcare Professionals zusammenfasst, zur Verfügung, die ihn betreuen. Aufgrund der limitierten Mittel von Gesundheitssystemen in Europa und weltweit geht das nur eine begrenzte Zeit und der Patient muss zurück nach Hause und wird damit von seiner Betreuung auch ein Stück weit entfernt. Und zu Hause könnte er sich eigentlich noch weiter verbessern, tut es aber in der Regel nicht, weil er dazu keine Möglichkeiten hat und weil es auch nicht so besonders viel Spaß macht, jeden Tag so 10 Minuten hinzusitzen und das Handgelenk auf und ab zu bewegen. Script will diese Lücke füllen, indem wir ein Päckchen schnüren mit einem Touchscreen und einer Roboterhand, das beim Patienten zu Hause aufgebaut wird. Und da laufen Spiele drauf und er geht in diese Spiele rein und trainiert damit spielerisch genau diese Bewegung, die er braucht, am besten ohne das zu merken, sodass es ihm viel Spaß macht. Der Therapeut, Physiotherapeut dann in der Regel, hat über das Remote Telehealthcare-System, Telerehabilitation, Zugriff auf die Daten des Patienten. Er sieht also, wie der Fortschritt ist, entwickelt er sich weiter, macht er einen therapeutischen Fortschritt, passt den Spielplan an und setzt die entsprechenden Parameter. Das heißt, wenn der Patient es schafft, die Hand ein bisschen zu öffnen, macht er es etwas schwieriger, indem er sie weiter aufmachen muss. Oder er sagt ihm, die Unterstützung durch die Roboterhand, die da etwas dran zieht, um das zu erleichtern, die muss jetzt zurückgenommen werden, damit er da ein bisschen mehr selbst tun muss. So, die Patienten sollen diese Activities of Daily Living, ein Glas greifen, die Zähne putzen, Butter aufs Brot schmieren, wieder lernen. Und das kann man runterbrechen in einzelne Gesten und Bewegungen, wenn man sich diese Activities anschaut. Also Hand auf, Hand ab, rechts, links im Handgelenk, diese Drehbewegung, Hand öffnen, schließen, ist für viele schwierig. Dieses Projekt konzentriert sich auf die Hand, auf die Feinmotorik. Der Arm ist sekundär in dem Fall.
dafür gibt es schon robotikunterstützte Telereha, deswegen hier auch diese Gesten, und die werden uns auch wieder begegnen, ein Teil zumindest davon, wenn ich dann gleich zeige, wie das Spiel aussieht und funktioniert. Das ist eine künstlerische Interpretation des Settings am Schluss. Das heißt, irgendwo zu Hause wird sich ein Tisch finden, es kommt ein Laptop drauf, irgendwo steht eine Kiste, wo die ganze Hardware versteckt ist. Das hier ist der Arm-Support, das ist kommerziell verfügbar. Der hängt den Arm im Prinzip hier auf, das ist ein schöner Punkt, wo der dann so ganz ruhig vor sich hin pendelt in alle Richtungen. Und das ist die Aufhängung für den Arm. Und dann gibt es an der Hand in irgendeiner Form eine Roboterunterstützung. Wir haben draußen am Stand einen Handschuh, einen alten Dateneingabehandschuh, der nichts mit dem zu tun hat, was wir entwickeln. Auf dem Poster ist auch eine freie künstlerische Interpretation drauf. Sieht auch nicht so aus. Ich habe vor wenigen Tagen die ersten Fotos von unserem Handschuh gesehen, aber jetzt nicht mehr hier drin. So, jetzt zeige ich nicht nur die Games, sondern auch so ein bisschen das Drumherum, das User Interface, wo wir jetzt für die ersten Tests der Prototypen diese Woche die Daten zurückkriegen. Ich kann also noch nicht viel dazu sagen. Aber wir haben Usability-Tests durchgeführt und im Prinzip, ich gehe mal so einen Schritt zurück, dann sehe ich das auch besser und stehe Ihnen auch nicht im Weg, so groß wie ich bin. Der Patient schaltet das System an und bekommt eine Aufforderung, das ist jetzt nicht der Screen, sondern das ist schon der Planungsscreen, aber die Aufforderung sieht so ähnlich aus, hier ist ein Spiel, spiel das bitte, das ist das Suggested Game of the Day, und dann drückt er auf Play, mit der gesunden Hand, das ist ein Touchscreen, die andere steckt im Roboter, nach Möglichkeit nicht mit der Roboterhand den Touchscreen kaputt machen. Wir hoffen, dass wir das hinkriegen. Und dann wird das Spiel gestartet. Und das ist jetzt eine schon relativ weite Ausbaustufe. Patienten werden nur mit einer Lane anfangen. Aber wenn es um die Bewegung rechts und links geht, das ist die Therapie, die läuft auch von der Grobmotorik dann zu immer feinerer Motorik hin, ist also eine Rechts-Links-Bewegung, die der Handschuh erfasst, womit man dieses Krokodil nach links oder nach rechts bewegen kann. Das schwimmt hier in einem Fluss, das heißt, die Gegenstände kommen von oben nach unten und irgendwann stößt es an ein Hindernis. Und dieses Hindernis heißt, ich muss es überwinden, in dem Fall wirklich, jetzt stelle ich mich doch hier vorne hin, kleine Geste, also hier nach oben, große Wirkung, das Krokodil springt dann darüber und schwimmt weiter. Das sind genau diese Gesten, die wir trainieren wollen, in dem Fall aber nicht, ich mache das repetitiv, langweilig vor mich hin, sondern mit einem Ziel, einer Aufgabe, nämlich hier weiterzukommen, und dann komme ich weiter, irgendwann treffe ich auf ein Stück Obst, Kirschen, Bananen sind, glaube ich, sehr selten. Die Häufigkeit, die Geschwindigkeit kann der Therapeut einstellen, auch die Anzahl der Schwimmbahnen, zwischen denen man wechseln kann, ist was, was parametrisierbar ist. Und hierfür muss ich dann die Hand aufmachen, zumachen. Auch das schon am Anfang der Therapie vielleicht ein ganz kleines bisschen, sodass man das kaum sieht. Wenn der Patient Fortschritte macht, mit weniger Unterstützung weiter auf, damit er genau das lernt und irgendwann das Obst zu Hause in der Schale greifen kann und essen kann. Irgendwann ist gut mit Spielen, dann kommt wieder die gesunde Hand ins Spiel, man berührt den Bildschirm und sagt, okay, mir reicht's. Oder das System sagt einem, jetzt ist aber genug gespielt, halbe Stunde rum. Ich weiß nicht genau, wo unsere Therapeuten nachher das Limit setzen werden. Und dann sagt er Quit. Er bekommt ein Feedback über die jetzige Performance, wie er in der Vergangenheit gespielt hat. Das ist ein schnelles Feedback. Und im Grunde genommen kann er sagen, okay, ich habe meine 10 Minuten, Viertelstunde heute gemacht, ich schalte das System wieder aus und bin fertig. Heute sagt er vielleicht, ich habe mich etwas gelangweilt, geht auf den Messages Screen, setzt sich mit seinem Therapeuten in Verbindung und hinterlässt ihm eine Nachricht. Häufig wahrscheinlich als Sprachnachricht, so eine Art Anrufbeantworter. Der Therapeut auf der anderen Seite wird sich das dann irgendwie abends anschauen. Das sieht dann ganz ähnlich aus. In dem Fall läuft es irgendwo in einem Browserfenster beim Therapeuten. Der sieht, neue Nachricht hier, der Patient hat mir irgendwas mitzuteilen, schaut sich das an und geht dann weiter, schaut sich auch hier wirklich nur exemplarisch dargestelltes Feedback. Wir warten auf die Rückmeldung der Therapeuten, wie das im Idealfall auszusehen hat, was wir daran verbessern können. Hat er seine Ziele erreicht? Wie viel hat er trainiert im Zeitverlauf? Kommt er vorwärts? Und
Basierend darauf sagt der Therapeut dann, okay, ich passe was an, wähle Spiele aus, die er bis jetzt noch nicht gehabt hat, oder nehme Spiele raus, die er bis jetzt gespielt hat, oder auch eine Anpassung im Schwierigkeitsgrad, Anzahl der Wiederholungen, Geschwindigkeit, Anzahl der Lanes und was auch immer. Das ist dann das, was beim Patienten auftaucht, als Suggested Game, als Spiele, die er zur Verfügung hat, aus denen er auswählen kann. Zusammenfassend eben, also der Patient und der Therapeut bleiben irgendwie noch ein bisschen zusammen, vielleicht vermittelt durch dieses System. Hier dahinter steht ein Telehealthcare, Telerehabilitation System, das die Daten entsprechend austauscht und verfügbar macht. Der Patient hat seine Seite, an der er jeden Tag nach Möglichkeit trainieren kann, trainieren will auch, weil es Spaß macht, weil wir tolle Spiele bekommen haben von den Studenten hier in Mannheim und auch weitere Spiele entwickeln werden. Hoffentlich ist irgendwann mal so eine Art Spiele-App-Store dahinter, wo der Therapeut dann auch auswählen kann, seine Patienten entsprechend betreuen kann und hier auch die Planung übernimmt, die dann wieder beeinflusst, was der Patient spielen kann. Und damit bin ich schon durch.